Oh, ich krieg so nach Limette, Alter, einfach. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Das willkommen ist Nico. Oh, jetzt wäre es perfekt gesessen. Das ist Nico. Das bin ich. Das ist Laura. Hallo. Willkommen in der Familie. Willkommen Familie. Wir sind heute in unserer Küche. Es ist heute ein besonderer Tag. Wir machen etwas Besonderes, gell, Leute? Ja, ja, wir haben eine Idee. Ganz tolle Aufgabe. Draußen hat es 12 Grad und wir kochen. Folgendes, dieses Video entsteht zusammen mit HelloFresh. Gruß an euch an dieser Stelle. Vielen lieben Dank. Nico hat mich locker ein Jahr lang belabert, dass wir HelloFresh testen. Also schon fast richtig genervt. Meine ganze Lass Familie... Lass uns HelloFresh testen. Meine ganze Familie benutzt HelloFresh und ich habe von jedem Einzelnen einen Gutschein gekriegt zum Testen. Alter, meine Familie ist groß. Hast du noch Geld so gekriegt für die Boxen, als du bestellt hast, weil du so viele Gutscheine hast? Ja, klar. Das Geld zurückbekommen. Wir werden uns heute einer Koch-Challenge widmen und zwar habe ich 3 Aufgaben in dieser wunderschönen YouTube-Tüte. Eine Aufgabe ist, nach Rezept zu kochen. HelloFresh hat nämlich wunderbare Rezepte. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was dazu noch. Die zweite Aufgabe ist, einfach ohne Rezept zu kochen. Das heißt, man bekommt einfach nur die Ingredients. Die dritte Aufgabe ist, blind zu kochen. Dafür habe ich diese tolle Augenbinde. Oh! Hättest du es mir nicht vorher sagen können? Nein. Dann hätte ich halt heute einfach was vorgehabt. 10 aus dem Aufgabensack. Ja, ich fange an. Das ist dein Kanal, du fängst an. Ja, ich sehe schon, ich muss blind kochen. Ich sehe sie. Ich muss blind kochen. Ich mag halt meine Finger viel zu sehr, als ich blind kochen könnte jetzt. Ich hab richtig Herzrasen. Ich auch. Ich möchte gar nicht mehr. Ich möchte auch nicht. Okay. 3, 2, 1. Ist das so klar? Ja! Ohne Rezept! Ich muss blind kochen. Oh, es tut mir so leid. Tschüss. Ich muss nach Rezept kochen, Alter. Ich spiele mit Cheatcode. Was zum Blindkochen noch zugesagt werden muss, natürlich werden wir ein bisschen gucken, dass jemand auch da ist, wenn man schneiden muss und sowas, dass man sich nicht die Finger abhackt. Nervenkitzel muss doch aber auch dabei sein. Nee, also wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwelche Verletzungen uns zufügen. Ja, vor allem deswegen wollen wir auch nichts verschwenden und wollen auch nicht, dass was brennt oder so. Wir haben auch schon Versicherungen unterschrieben. Ich hätte so gern Nico gesehen, wie er blind kocht. Ohne Scheiß, so ich hätte schon gewesen. Wollen wir tauschen? Nein. Nein, nein, ich bin jetzt dabei. Ich schon Bock, wir machen das wir so, wie das da. Yes, ist Gott. Ellie fängt an. Mit Rezept. Wow, ohne Rezept. Wow, nein. Da muss ich ja blind kochen. Fuck. Okay, da sich Nico jetzt einfach mal freiwillig gemeldet hat, wie bei Tribute von Panem hier. Also, wow. Überreiche ich dir das schon mal. Gut. Aber wir fangen ja sowieso nicht mit Nico an, sondern tatsächlich mit dir. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns doch einfach mal an, was wir überhaupt machen, oder? Ja! Yay. Ich erkläre jetzt gleich mal ein bisschen, wie das eigentlich funktioniert mit HelloFresh. Aber wir haben hier ein Rezept. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Laura darf das Rezept nicht sehen, aber sie darf natürlich das Bild sehen, was es werden soll. Was zum Teufel? Das ist das Bild, das ich nicht gucken. Wir haben heute scharfes grünes Gemüsecurry mit Limettenreis. Ich erkläre den Leuten nämlich mal ganz kurz. Ich nehme das dann mal mit. Ist klar. Ihr huscht. Tschüss. Für alle. Ach, da steht ein Stativ. Ganz kurz nämlich, bevor wir anfangen, wer HelloFresh gar nicht kennt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil eigentlich ist es sehr bekannt. Das sind Kochboxen, die man sich schicken lassen kann. Man hat jede Woche 34 verschiedene Gerichte, aus denen man aussuchen kann. Es gibt verschiedenste Sachen mit Fleisch, ohne Fleisch, vegetarisch, vegan. Es gibt sogar für Thermomix-Gerichte. Also man kann das alles frei wählen, auch auswählen, wie viele Personen man hat. Und es ist auch immer wieder anpassbar. Das heißt, jede Woche könnt ihr einfach nochmal neu bestimmen, was ihr eigentlich möchtet. Und das ist wirklich ein so geiles Konzept, weil die Sachen kommen einfach frisch bei euch an. Ihr müsst nicht einkaufen gehen. Es ist so viel entspannter. Und gerade wenn man ein bisschen busy ist vielleicht mal oder so, dann ist es grandios. Weil es zwingt auch ein bisschen zum Kochen. Also ich habe das gemerkt, dass wir oft, wenn wir gestresst waren oder so, einfach mal viel bestellt haben. Seitdem wir HelloFresh haben, ist es echt viel besser geworden, weil wir uns einfach zwingen zu kochen. Wir sagen, okay, wir haben ja noch 3 Gerichte da im Kühlschrank. Bevor die schlecht werden, müssen wir die ja machen. Das Ganze kommt übrigens in recycelbaren Verpackungen. Es ist ein Abo-Modell, aber es ist jeden Monat auch einfach kündbar. Jede Woche, glaube ich, sogar kündbar. Auch pausierbar, wenn man es nicht kündigen will, sondern zum Beispiel einmal zweimal im Wochen ist. Mhm. 2 Wochen im Urlaub ist oder sowas. Also wirklich sehr, sehr individuell anpassbar auf euer Leben. Ich habe einen Rabattcode für euch, falls ihr es ausprobieren wollt, und zwar HF Alicia. Damit könnt ihr bis zu 90 Euro sparen auf eure Bestellung in Deutschland. Verteilt auf die ersten 4 Boxen. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. In der Schweiz sind es sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Das ist ein richtig gutes Angebot, wenn ihr es einfach mal testen wollt. Also wie gesagt, Code HF Alicia, dann könnt ihr richtig, richtig viel sparen. Dann würde ich mal sagen, ich überlasse das Feld Laura. Und sie darf euch gerne mal die erste Box hier auspacken.
So, ich habe hier das Rezept. Auf der Vorderseite ist das Bild von dem Gericht. Ich zeige euch das jetzt so rum. Hier steht das Rezept. Ich kann das von hier auf jeden Fall nicht im Bildschirm sehen. Ich lege das so hin und wir packen mal aus. Mal gucken, ob die auch alles hier richtig geliefert haben. Okay, gut. Entschuldigung. Fängt ja wunderbar an hier. Eventuell habe ich es zuerst falsch rum aufgemacht. Da steht auch falsch rum auf dem Karton, ganz groß. Upsi. Ja, die sabotieren mich hier. Leute, ich koche das erste Mal mit HelloFresh, also Live-Test bei mir. Aha, wir haben hier Champignons, sagt man so im Badischen. Was ist das? Lauchzwiebel, Paprika, Zucchini, würde meine ehemalige Kollegin sagen. Kenn ich nicht. Die Leute haben sich bei TikTok beschwert, wie ich mit Sachen umgehe, dass ich immer alles schmeiße. Es tut mir leid. Reis. Ganz vorsichtig, weil mit Lebensmitteln darf man nicht spielen. Bissle Erdnüsse sind auch am Start. Dann haben wir hier sowas. Ich finde es halt richtig cool, dass die sogar ihr eigenes Packaging haben. Wie cute. Jetzt stellen wir alles hier hin, weil wir sind hier bei Lauras Welt, wie bei Sallys Welt. Ja. Kein Plan, wie ich starten soll. Es ist so ein One-Pot-Ding. Keine Ahnung. Also ich würde, glaube ich, als erstes Reis kochen, weil das braucht am längsten. Ich glaube, Reis braucht 20 Minuten, oder? Das geht nicht. Sowas könnt ihr nicht mit mir machen. Meine Eltern, die freuen sich jetzt ganz arg, weil ich blamier die auch immer ein bisschen, wenn es ums Kochen geht. Mein Papa ist nämlich Koch und meine Mutter hat auch 40 Jahre in der Großküche gearbeitet. Ich kann gar nichts. Aber ich nehme... Hoppala. Ich nehme den, oder? Ich habe keinen Plan, wie viel Wasser. Okay, ich glaube, ich brauche Tassen. Oh, ich habe ein bisschen gespuckt. Entschuldigung. Okay, eine Tasse Reis, dann brauche ich 2 oder 3 Tassen Wasser. Kann ich alles zusammen? Nein, gell? Oh, ich kann das nicht. Ich scheitere schon am Reiskochen. 2 oder 3? 2. Immer doppelt, glaube ich. Egal. Kannst du mir den Herd anmachen? Das ist mir zu Hightech hier. Ich habe sowas mit so dran drehen und so. Meine Augen brennen. Hi, Mila. Willst du mal gucken? An meinen Füßen wollte es so riechen und daran nicht. Spricht für meine Füße, würde ich sagen. Okay. Du wolltest dann deutlich runterdrehen, sonst läuft die Nico, das ist meine Challenge. Entschuldigung. Ich helfe dir auch okay, nicht. Okay, aber es ist meine Küche. Ich habe sie hier 3-mal geputzt, also. Der lässt mich einfach nicht in Ruder, Kerl. Fühl mich, als hätte ich einen Bruder. Nervende. Wie klein ist das? Nicht so klein. Kann man grob schneiden. Perfekt. Ich liebe es grob. Geschnitten. Geschnitten. Ach so. Ich glaube, ich probiere das zu Hause auch mal, wenn es jetzt hier gut läuft. Meine Augen. Oh, ich habe mich gepiekst. Meine Oma hat immer früher Champe Champe gesagt zu Charlie Chaplin. Die konnte nicht so gut Deutsch. Die Gute. Nach 35 Jahren Deutschland. Seid ihr Team kleingeschnitten oder großgeschnitten? Nein. Ich mag die eh, wenn sie größer sind. Geht irgendwie in die falsche Richtung bei uns schon wieder. Das ist Dreck. Nee, das ist nur Champignon. Der Reis sieht richtig juicy aus. Kann man das auf Reis beziehen, juicy? Bestimmt. Okay, bin fertig mit Schnibbeln. Oh, ach du Kacke. Mein Reis brutzelt. Das soll, glaube ich, nicht. Der ist richtig schlotzig, der Reis. 12 Millionen Champignons. Ich habe jetzt den Reis gekocht und auf die Seite gestellt, alles geschnippelt, alles in die Pfanne gehauen. Und jetzt lasse ich das garen. Und dann weiß ich nicht, was ich mit dieser Currypaste machen soll. Und ich habe eine halbe Limette reingemacht bisher. Gut, oder? Ich glaube, ich möchte die Erdnüsse in einer Extrapfanne anrösten. Oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Das ist ja voll pastig. Oh, oh Scheiße, hier brennt. Oh, oh je, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wie mache ich das aus? Hilfe, Hilfe. Oh Gott, es stinkt voll. Ich glaube, die kann ich nicht mehr benutzen. Oh nein, das war so eine super Idee. Guckt euch das mal an. Vor allem wollen wir auch nichts verschwenden und wollen auch nicht, dass was brennt oder so. Oh no! Ich muss das auch weniger machen. Hallo. Oh Gott, es brennt. Hilfe. Na toll. Das ist mein eigenes Rezept. Vielleicht kann ich das einfach, das sind gute Röstaromen. Hä? Das schmeckt. Die alten Tricks. Die Champignons musst du dir wegdenken, gell? Ja. So, ich bin fertig. Wir können probieren.
bin gespannt, gut. Das sieht sehr gut aus. Sieht echt gut aus. Hoffentlich ist nicht so Currypaste so ein ganzes Stück irgendwo. Oh, ich gebe eine 3 von 10. Bah. Ich will gewinnen. Den Turm witzig. Guck mal, der Shake, das worked. Ich bin jetzt gespannt, wie das im Vergleich zum Rezept sein wird. Ja, ich auch. Ja. Weil ich würde das so auch machen. Also das finde ich gut. Ich bin gespannt, wie es schmecken soll. Ja, genau. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf. Ja, gut, soll ich mich mal ready machen, Leute? Ja. Okay. Ja, ja. Ich geh im Auto rein. Okay, Freunde. Ich habe hier das tatsächliche Rezept. Hier steht als Punkt 1 Reis kochen. Erhitze reichlich Wasser im Wasserkocher. Reis in einem Sieb mit kaltem Wasser so lange abspülen, bis dieses klar hindurchfließt. Okay. Alles klar. Dann machen wir das mal. Wasser kocht jetzt gleich. Das heißt, ich fülle das jetzt da direkt rein. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Okay, das muss jetzt irgendwie aufkochen. Aber das kocht noch nicht. Deswegen mache ich jetzt mal schon mal ein bisschen Gemüse, gell? Okay. Das ist halt jetzt echt der uninteressanteste Teil. Ich schneide einfach das ganze Gemüse. 5000 Jahre lang. Ich glaube, mein Reis kocht. Also mein Wasser. Okay, here we go. Du siehst nur Spannend. Ist das der richtige? Fun Fact, ich habe früher immer gedacht, das Grüne von den Lauchzwiebeln kann man nicht essen. Hey, so ein Thermomix wäre schon ganz geil, oder? Ja. Dann müsste ich das hier gerade nicht machen, oder? Macht das noch irgendjemand, dass man es immer so schön hinlegen muss? Ich muss es immer so nebeneinander legen, sonst regt mich das richtig auf. Oh, ich hätte die Zucchini so schneiden müssen. Wie geht das so? I don't know, I'm kind of scared. There you go. Okay, jetzt der Spawn of the Devil. Ich weiß nicht mal, wie man die schneidet. Ich glaube, man schneidet es ab. Da fällt mir noch glatter Champignon aus der Hand. Champignon. Jetzt sage ich das auch schon so. Oha, da ist ein Regenbogen. Sieht man das? Sieht man den Regenbogen? Oha. Ich habe aus Versehen alles zusammengekippt, aber ich brauche eigentlich nur den weißen Teil von der Frühlingszwiebel. Okay. Ob das anbrennt, wenn ich das kurz stehen lasse. Ich habe hier Curry. Ich habe ja das von Laura noch. Vielleicht nehme ich erstmal ein bisschen was davon. Ich mache es ganz rein, komm. Ja, es ist an meinem Finger. Gemüsebrühe. Einfach ganz rein, schätze ich. Bisschen Zucker. Mit Curry, Kokosmix ablöschen und 8 bis 10 Minuten köcheln lassen. Okay, let's go. Okay, dann mache ich jetzt schon mal die Limette fertig. Die muss ich heiß abwaschen. Mit dem Ding, oder? Boah, das riecht so geil. Reis ist ready. Okay, ich soll jetzt bei dem Reis den Limettenabrieb untermischen. Versuchen wir es einfach mal. Okay, ich lasse noch eine Minute köcheln und dann darf ich eigentlich schon anrichten, Freunde. Ich glaube, es ist gut geworden, okay. Ich bin ein Rebell, ich gehe gegen das Rezept. Okay, dann richten wir das mal an. Okay, wir machen ein paar Erdnüsse drauf. Oh, voll schön, da sind Erdnüsse drauf. Seid ihr ready? Ja. Ready. Ich will keine Champignons. Oh, ich krieg so nach Limette, Alter, einfach. Oh. Der ist so doof manchmal. Oh mein Gott, so viel besser als Laura ist. Mm. Okay, der Reis, to be honest, probieren wir nur den Reis, der ist richtig geil. Mm. Weil da ist Limette halt drin, im Reis. Schmeckt sehr gut. Aber sehr ähnlich wie deins. Also ist kein großer Unterschied. Geil. Mhm. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was der gut macht. Entschuldigung. Bin ich mal sehr gespannt, was der gute Herr hier jetzt gleich zaubern wird. Same. Bist du schon ready? Ja, muss ich ja sein, oder? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen assistieren, weil wir wollen hier nicht riskieren, dass irgendjemand Finger fehlt am Schluss. Mal sagen, wir legen los, oder? Ja. Juhu! Ja, geil, Alter. Curry Reis mit Fingerkuppen. Alright, Freunde der Nacht. Kategorie Nummer 3. Time to do this. Werde ich bereuen? Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich hätte es gemacht, aber du wolltest ja so dringend. Ja, ich bin komplett blind. Oh Gott, das ist scheiße. Alla gut. Let's do this. I'm ready. Du musst jetzt erstmal auspacken. Ich habe jetzt mich entschieden, ich werde seine Assistentin sein. Ich gucke, dass er sich die Finger nicht abpackt. Ich werde ihm das Rezept auch vorlesen. Damit ich nicht ganz so aufgeschmissen bin, weil ich weiß ja nicht mehr, was ich anfasse, geschweige denn, was wo rein muss. Also, halt Abstand. Ich weiß nicht, wie weit ich ausschlagen werde. Das sind die Champignons. Safe sind das die Champignons. Das ist dein Ex-Freund? Mhm. Was ist das denn? Ist das die Paste? I don't know. Du sagst nicht mal, was es ist? Nein. Das musst du selber rausfinden. Ich leck das mal da rein, das ist wieder für den Pizzareis.
Erdnüsse. Tetrapack. Zweimal. Warte, zwei verschiedene? Oh no. Hast du nicht aufgepasst, als wir gekocht haben? Nee. Warum sind da zwei verschiedene Tetrapacks? Weiß ich nicht. Ich mach die auf und probier's einfach. Paprika. Zaubertrick. Die Tüte. Da ist noch was drin. Hä? Ah, Gewürze. Easy. Wenn der jetzt noch heiß ist, Alter. Also du brauchst später 600 Milliliter. Da steht reichlich. Warum machst du so viel? Naja, reichlich. Cool. Super. Gut gemacht. Ich schaff das. Ich bin der Reis. Ist der Reis. Okay, jetzt hör zu, ganz wichtig. Ich sag's dir nur einmal. Reis in einem Sieb mit kaltem Wasser so lange abspülen, bis dieses klar hindurchfließt. Was ist das? Oh. Toll. Mhm. Das ist klar hindurchfließt? Ja. Ja, das muss ich dann sehen, ne? Ja. Cool, wir machen das so, wir machen das so. Wenn es uns komisch schmeckt, reicht. Okay. Kleinen Topf. Ja. Okay, kleiner Topf. In den Topf machst du jetzt mit deinem kochenden Wasser 600 Milliliter. 600 Milliliter? Ja. Können Sie mir eine Gabel geben? Eine Gabel? Oder nur einen Löffel. Gib mir einen Löffel. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber ich habe mal einen Löffel. Hier ist ja gar nichts drin. Ist ja bis hier noch. Ah! Komm her mit dem Reis. Hey, wo ist denn der Herd? Haben wir gefunden. The fuck? Ist das eine Pfanne? Ja. Warum ist da eine Pfanne auf dem Herd? Du hast ihn gestellt. Ja, aber da hatte ich noch Augen. Ich stell den jetzt auf den Herd, okay, weil der ist nicht drauf. Ich möchte nicht, dass du den Herd bedienst, deswegen mache ich das jetzt, okay? Okay. Komm, husch, husch, wieder zurück zu dem Gemüse. Ey. Oh, dein Wasser kocht schon fast. Eigentlich kannst du kurz salzen. What? Oh oh. Du beschwindest dich, alles kocht und du hausch ab. So, Nico, du nimmst jetzt Salz. Geht's rein, oder? Super, super. Bleib so, Nico. Top. Ah, fuck, was war das denn? Mach das weg. Das ist schon weg. Okay. Oh mein Gott. Und go. Ja, voll gut. Ist da noch Reis drin? Ich treffe. Hab ich getroffen? Ja. Geil. Hab ich wirklich getroffen? Ja. What the fuck? Ich bin fucking Daredevil einfach. Habt ihr das gesehen? Ja. Nico, du musst einen Timer stellen auf 10 Minuten. Das ist nicht mein? Nein. Wo ist denn mein Zeug? Okay, ein Ex gewaschen. Impressive. Oh, alles ins Waschbecken natürlich. Wohin denn sonst, Alter? Ich sehe ja nichts. Das ist auch ein Sieb im Waschbecken oder so. Wo fällst du hin, Wasser? Wo fällst du hin? Hier. Wie so eine runzlige Ferse. So. Als würde ich Füße waschen, Alter, im Altenheim. Super. Ja, there we go. Links ist das Teller-Dings, was ich dir hingestellt habe. Aha. Sind die Kerzen? Nein. Messer! Nico, kannst du mir bitte einen Gefallen tun und ja, sehr vorsichtig klar, sein? Klar, gib mir das extra scharfe da drüben, sonst macht ja keinen Spaß. Er hat darauf bestanden, ich wollte nicht, dass er es schneidet. Don't do this at home, kids. Absolut nicht, bitte. Eigentlich war der Plan, dass ich es schneide, aber er besteht darauf. Klaro. Welcher geisteskranke Mensch ist diese Haut in der Mitte? Schmeckt genauso wie Paprika, einfach nur eine andere Form hat. Natürlich ist das genau in der Mitte. Purativ. Das war sehr gut. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, wo das landet, gell? Oh nein. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Zwei Zwiebeln und eine Zucchini. Alter, das ist doch perfekt geschnitten gerade. Hier kannst du noch das essen, das hast du schon angesabbert. Ach, auf dem Boden? Nein, das liegt immer noch auf dem Boden. Wo ist mein Gemüse? Ja. Gut, gut, Dad, gut, da, ja, genau da. Genau, genau. Okay.
Du musst jetzt nicht bewerten, was ich mache. Ich bin blind. Ich helfe dir nur damit. Hör auf zu judgen, ich bin blind. Ich judge dich positiv. Ich war voll nett zu dir. Das war gar nicht so gut, wie ich gesagt habe. Ich wollte dich nur aufbauen. Entschuldigung. So, lass mal deinem Ex-Freund eine neue Frisur verpassen. Was gut ist, dann können die Augen nicht brennen. Gut. Du musst das Gemüse anbraten. Nimm mal dein Gemüse mit. Die Grünen musst du draußen lassen für Deko. Tue ich gut. Jetzt sind sie zusammen. Ja, ich habe dir das von Anfang an gesagt. Jetzt muss ich rauspopeln. Das ist weiß. Das ist grün. Alter! Pfanne, ich kann dir den Dings geben. Hier. Okay? Und hier ist dein Gemüse. Tu es. Ja, good job. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich was rausschmeiße aus der Pfanne aus Versehen. Ja. Hab ich? Nein. Ah, das ist das Mischding, das Messwassermessding. Genau, da machst du jetzt die Soße drin. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Ja, auch nicht. Du brauchst Kokosmilch. Das ist Kokosmilch. Weißt du, was das andere ist? Nö. Dann brauchst du jetzt Currypaste. Okay. Hä, warum war das hier so? What? War das Ding schwanger? Also, ich habe meine Hände gewaschen jetzt, alle gesehen, ne? Ja. Gut. Hä, ist ja voll Knete. Jetzt hast du deine Hände abgeleckt, Nico. Jetzt darfst du nichts mehr anfassen. Kann ich das? Weiß ich nicht. Guck, mach einfach rein, wie du willst. Wie viel ist denn da noch drin? Guck doch aufs Rezept. So wie du vorhin? Sozusagen. Oh, es brennt an den Fingern, du. Ich brauche einmal kurz Lauras Ex. Wer ist Lauras Ex jetzt? Ja, ein Lappen. Bist du nicht Lauras Ex? Touché. Touché. Ah! Was war das? Stativ. Wo ist mein? Ah. Was ist das? Weiß ich nicht. Kommt es später? Bruder, warum ist es offen? Hey, ist auch Kokosmilch. Oh Gott. Sag mal, kommt das dann noch irgendwann ganz raus, por favor? Dann musst du jetzt 100 Milliliter Wasser reinmachen. Schlau. 0,3 passt da rein, ne? So, ich gebe mir eine zweite. So, jetzt muss ich abschätzen, ob da die Hälfte drin ist. Bitte jetzt. Wir sind gleich fertig. Was? Sharon? Oh, das spritzt ja ultra hoch. Das ist so maximal riskant, Alter, aber ich habe keine Ahnung. So, du hast es jetzt zusammengekippt, das ist schon mal toll. Okay. Jetzt musst du die Limette heiß abwaschen, die Schale abreiben und dann die Limette vierteln. Ah ja, muss ich das. So, meine Limette war vorhin hier. Da ist aber auch der böse Topf. Ich muss sie heiß abwaschen, gell? Ja. Okay, ich habe die Limette jetzt in die Tasse, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber. Weil. Ich bin ja nicht blöd, das mit Fingern unter das Wasser zu halten, wenn es so heiß ist. Durch Wasser. So. Ich bin klüger mit ohne Augen, gell? Mhm. Das hier muss es sein. Ist es? Bin ich richtig? Geil. Salz habe ich gefunden. Ihr habt nichts auf dem Löffel. Geil. Sehr schön. Oha, das sah aus, als hättest du es gesehen. Das Gute ist, wenn du was Rundes hebst, weißt du, wo es ist. Mhm. Hier die gute alte Mara, die Buddha klopft. Gut. Fertig? Fertig. Wo kommt das denn hin? Deko. Deko? Ja. Was hättest du gerne für einen Teller? Einen flachen? Ja, einen grünen, den teuren, den verschimmelten. Puh, wo ist der Teller? Hier. Das ist aber heiß. Ah! Ich hab dir gesagt, dass es heiß ist. Ich weiß. Jetzt willst du es doch nicht mehr machen. Das ist schon haargeil. Warum das noch gut? Brauche ich noch ein bisschen Reis, Chat? Nein, brauchst du wirklich nicht. Okay, wo ist mein Reis? Hat's gerade rübergeschwappt? Ja. Hat's rausgeschwappt? Nicht viel, hat gespritzt. Oh Mann. Ich hoffe, ich habe es auf dem Teller nicht daneben gerade. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Junge, das ist ja riesig. Warum habe ich das nicht geschnitten? Junge, das ist ja. Nico! Das war zu groß mit dem Teller, das sah scheiße aus. Okay, bist du fertig? Ich glaube, ich muss ja noch garnieren, oder wie das nennt. Ach, hat Scheiben, Schalosch. Auf der linken Seite. Fuck! Alter, das ist ein Katzenspielzeug. Fuck off, Alter. Ich bin auf losgetreten. So, ist ein Hase. Du hast übrigens auch noch Erdnüsse. Ist ein Hasenreis. Das ist ja heiß. Nee, was hab ich? Erdnüsse. Was ist mit dem Grünzeug? Machst du auch drauf. Mit so viel, wie du denkst. Oh, das war viel. Jawohl. So toll. Okay, Nico, bist du confident? Bist du ready? Confident bin ich jetzt weniger. Ready bin ich auf jeden Fall, ja. Sollen wir es probieren? Klar, wir probieren. Oh mein Gott, es ist hell hier. Ich hab das ganz anders im Kopf gehabt. Ich hab das viel schöner geformt in meinem Kopf.
finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also, Laura, bist du ready zum Probieren? Boah. I am ready. Okay, sind wir ready? Sind wir ready? Es sieht okay aus. So. Okay, probier mal nur den Reis und die Sauce und dann kommt das Gemüse, weil es sieht echt nicht fertig aus. Mhm. Oh, yo. Ich muss sagen, der Reis schmeckt halt fade, ne? Ich hätte viel mehr Salz reinmachen können. Aber mit der Sauce schmeckt's gut. Seht ihr, ihr könnt sogar blind HelloFresh kochen. Also ich finde, es ist gut geworden. Ja. Schmeckt voll gut. Dann müssen es nicht wegschmeißen. Ich hätte echt Angst, dass wir das wegschmeißen müssen. Deswegen haben wir extra weniger gemacht. Warum hast du Angst, dass du es wegschmeißen musst? Nein, Nico ist toll. Nicht bei dir speziell, sondern allgemein. Ich finde, wir haben das super gemeistert. Ja, ich finde, das war sehr erfolgreich. Man hat gesehen, man kriegt die Rezepte auf jeden Fall gekocht, würde ich sagen. Oder? Mhm. Mir hat Spaß gemacht. Es hat so lange gedauert. Wir saßen jetzt locker 6 Stunden hier und haben gekocht. Oh mein Gott, saßen wir echt 6 Stunden hier und haben gekocht? Ja, es ist schon sehr, sehr spät. Ja, es ist schon sehr spät. Ich finde, wir haben die Aufgaben gut gemeistert. Vor allem Nico, ganz ehrlich. Eine Runde Applaus. Also, Entschuldigung. Danke, danke, danke. Sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, wenn ihr HelloFresh testen wollt, mein Code gilt. Jetzt gerade. Alle Infos sind auch mal in der Infobox natürlich und ich habe euch alles verlinkt. Deswegen schon einfach da unten vorbei. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss.